mich halt killen dafür, also mich hassen. Die Leute in der Kasse werden bestimmt denken, ich bin bescheuert oder so. Das ist wegen mir einfach ausverkauft. Anstrengend. Räum das auf hier. Mama, mein komplettes Zimmer. Mach es doch aus, Junge. Mach es aus! Freunde, in diesem Video wird Alena ausrasten, weil ich werde sie pranken. Und damit herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Und zwar geht Alena ja noch zur Schule. Und ich werde morgen, während sie in der Schule ist, ihr ganzes Zimmer mit Alufolie bedecken. Deswegen gehen wir jetzt gleich mal in den Rewe, shoppen da ein bisschen Alufolie rein und bauen dann morgen früh Alenas Zimmer in ein komplettes Alufolienzimmer um. Sie wird mich halt killen dafür. Sie wird mich killen. Sie wird mich hassen dafür. Sie wird halt so ausrasten. Ich glaube, das checkt ihr nicht. Die raste komplett aus. Freunde, ich setze jetzt im Auto und wir fahren jetzt zum Rewe und kaufen gemeinsam gefühlt 10 Kilo Alufolie. Leute, Alena denkt halt, ich bin im Rewe und kaufe ihr das. Dabei kaufe ich jetzt diese Alufolie. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall so einen Wagen und dann let's go. Auf der Suche nach Alufolie. Das reicht lieber zum Leben. Ich habe jetzt gefragt, ob ich noch mehr kriege. Die denken auch, ich habe einen Schuss oder so. Leute, guck mal, das ist wegen mir einfach ausverkauft, weil ich das ganze Ding hier leer kaufe. Ey, die Leute denken, ich habe einen Knall. Guckt euch mal, wie ich durch den Laden laufe. Ich habe die Fracht jetzt in mein Auto verladen. Ich hoffe, das reicht. Hier deine Sachen. Dankeschön. Wann hast du morgen Schule aus? 13 Uhr oder so. Freust du dich morgen schon nach Schule? Nee. Wann bist du dann zu Hause? Weiß ich nicht, 14 Uhr oder so. Diese. Nur so. Willst du mich ab oder was? Nee. Will ich nicht. Freunde, heute ist Tag des Pranks. Ich bin auch gerade aufgestanden. Ich befinde mich auch schon in Alenas Zimmer. Und wir werden jetzt anfangen, das Zimmer umzuwandeln in ein Alufolienzimmer. Ich habe sowas noch nie gemacht. Also, das wird jetzt echt lustig. Da will das auch mal abgehen. Ja, fail, wie ich das jetzt gar nicht abkriege. Scheitert es jetzt schon. Okay, let's go. Hey Leute, das ist doch so bescheuert. Die erste Bahn liegt, Leute. Ich werde das Ganze so auf jeden Fall mit irgendwas fixieren. Aber ich mache jetzt erstmal hier die ganze Treppe. Leute, die zweite Spur liegt jetzt, aber es ist anstrengender, als ich dachte. Wie das der erste Prank ist und direkt der auffälligste, ich kann jetzt schon nicht mehr, Leute. Ich finde das todesanstrengend. Und wir haben 10.43 Uhr und Alena kommt so um 14 Uhr bis 15 Uhr nach Hause. Das heißt, ich habe jetzt noch so 3-4 Stunden. Und ich bin ja gerade mal am Anfang. Das kann jetzt was werden. Alter, ist das anstrengend. Alter, Leute, gönnt euch bitte das hier. Ich hab grad einen Moment. Es tut mir leid. Ich würde sagen, ich habe gerade einen Mental Breakdown, weil das viel zu anstrengend ist. I'm done. Ich mache gerade The Walk of Alu und langsam brennt mir der Helm, aber so, das qualmt schon. Freunde, es geht weiter mit der Wand. Ich habe keinen Bock mehr. War richtig scheiße, egal. Und jetzt bleibst du da stehen. Das sieht so krass aus, Leute. Guckt euch das mal an. Also das ist jetzt auch alles gemacht. Ich muss jetzt quasi nur noch die Wand und den Boden hier machen. Und hier hinten noch ein bisschen. Und dann bin ich eigentlich auch fertig. Und jetzt fange ich an zu spinnen. Auf jeden Fall, die Wand kommt jetzt als nächstes dran.
Und ja, ich bin noch bald fertig, Leute. Das sieht jetzt schon voll krass aus. Gönnt euch mal. Ich habe gerade einfach Süß-Sauersoße in Alenas Zimmer gefunden. Girl, warum hast du Süß-Sauersoße in deinem Zimmer? Freunde, wie ihr sehen könnt, bin ich fertig. Alena kommt nämlich auch gleich von der Schule. Ich kann jetzt auch nicht mehr machen, aber wie ihr sehen könnt, habe ich dezent übertrieben. Also es ist eigentlich alles komplett voll mit der Alufolie. Ja, it's going to be crazy. Ich bin gespannt auf ihre Reaktion. Sie wird auf jeden Fall ausrasten. Vor allem, ich habe auch ihren ganzen Schrank zugedingstert. Das heißt, sie konnte nicht mal an ihre Klamotten ran. Und hier ist dann Walk of Alu, wenn sie da runterläuft. Alena ist jetzt zu Hause. Sie kommt gleich die Tür rein und ich filme jetzt ihre Reaktion. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das ist nicht dein scheiß Ärzchen. Digga! Junge, es ist dein... Ich hasse dich. Nee, ich hasse dich. Ist doch voll schön. Hast du schön alles aufräumen? Nein, du schläfst jetzt für immer so. Räum das auf jetzt. Räum es auf jetzt. Nein, das musst du machen. Räum es. Ich ruf Mama an. Du räumst es auf. Du räumst die doch eigentlich an. Ruf Mama mobil an. Das ist nicht lustig. Das ist so lustig. Geh mal in deinen kleinen Schrank. Kannst du mal Sinan sagen, er soll mein Zimmer aufräumen? Er hat alles mit Anfolie gemacht. Mein ganzes Zimmer. Ich räume es ganz bestimmt nicht auf. Mama, mein komplettes Zimmer, die Wände, mein Schrank, mein Boden. Mach jetzt aus, diese scheiß Kamera. Was? Mach es doch aus, Junge. Mach es aus! Okay, tschüss, Mama. Aus jetzt. Warte, reiß mal bitte an diesem Schrank. Nee, das Zimmer nervt mich nicht mehr. Reiß mal bitte an dem Schrank. Raus. Reiß doch nur kurz an dem Schrank. Es ist schreinig. Zweitens, geh jetzt aus meinem Zimmer. Ich will dich hier nicht sehen. Ja, ich räum's doch jetzt auf. Scheiß Arme, Frau Hendricks, und geh aus meinem Zimmer, Junge. Räum das jetzt auf. Okay, Freunde, das war's mit dem YouTube-Video. Ja, es war so jetzt habt unlustig. Ihr mal ihre böse Seite erlebt. Ja, nee, es war so unlustig. Lasst auf jeden Fall. Girl, gib mir eins. Wenn du es aufhast? Ja, gib mir eins. Nee. Hallo. Ihhh. Also Leute, wenn euch das YouTube-Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da, lasst ein Abo da. Und was schreibt in die Kommentare, als was ich Alena als nächstes pranken kann oder was ich mit machen gar kann. Nichts. Ich prank dich als nächstes. Du wirst eh was passen. Und folgt mir unbedingt auf Instagram, da kriegt ihr nämlich sowas immer als erstes mit, da kriegt ihr unser Daily Live mit und dann sehen wir uns im nächsten Video.